In der City und ich freue mich, dass ihr schon alle da seid. Es ist geil, oder? Wetter ist top, Bedingungen sind top, ihr seid am Start. Ich bin Nick Sawatzki von Radio Energy, jeden Morgen für euch im Radio von 5 bis 10 und heute wollen wir ein bisschen Spaß haben hier auf der Karl-Marx-Allee. Richtig viel aufgebaut, habt ihr schon ein bisschen geschaut. Die Erstfahrer waren hier schon unterwegs, es gab schon ein freies Training und ja, wir wollen mal ein bisschen hören, wie es denen geht. Unser Lokalmatador, René, kommst du mal zu mir? Ja, komm her. Hör mal auf zu quatschen. Ich würde aber gerne. Ein bisschen können wir tauschen? Grundapplaus, René Rast. Hi. Guten Morgen. Ja, hallo. Du bist ein Frischling, ne? Du bist ein Frisch. Wie war es für dich? Hier ganz neu auf der Strecke. Ja, war interessant. Für mich das erste Mal heute Morgen gewesen und eine komplett neue Erfahrung. Ja, kein Motorsound zu haben, so die Windgeräusche zu hören. Das ist schon eine nette Erfahrung, aber man muss sich dran gewöhnen. Das ist schon witzig. Ne? Hier gibt es ja in der Stadt von BMW diese Drive-Now-Angebote. Wer kennt das? Wer hat das schon mal gemacht von euch? Da gibt es ja auch den i3. Ne? Bin ich gestern erst gefahren. Da drückt man drauf. Man denkt so, wow, ne, da geht's richtig ab. Also die Beschleunigung ist ja auch so geil dabei, ne? Die Beschleunigung ist unglaublich, man denkt das gar nicht. Man hört nichts, aber das Auto zieht einfach voran. Und ja, es ist schon ein Rennen auch. Man hört aber keinen Sound. Und das ist einfach das Irre, dass man trotzdem, obwohl man keinen Sound hört, wie vom Gummiband gezogen wird. Jetzt erzähl mal kurz zur Strecke hier in Berlin. Wie gefällt sie dir? Bist du in Sightseeing? Ja, ist richtig cool. Macht richtig viel Spaß. Und ich denke, für die Zuschauer wird es cool sein, weil man einfach viel überholen kann. Man muss teilweise sehr hart bremsen und von dem her ja, ist, glaube ich, manche Kurven sehr, sehr cool zum Hören. Vielen Dank. René Rast, wir drücken ihm die Daumen natürlich. Applaus bitte! Alright, jetzt haben wir unser erstes wichtigen Programmpunkt heute Morgen hier. Ihr kennt das ja vom Lotto-Spielen. Wir wollen jetzt die Gruppen auslosen im Qualifying. Und dafür haben wir natürlich ein System hier am Start für euch. Wir losen jetzt einzeln die Namen der Fahrer aus. Die kommen kurz her und losen sich quasi selbst in ihre Qualifying-Gruppe. Und dann wissen wir, wer in welcher Gruppe und vor allem in welcher Reihenfolge gefahren wird. Weil nicht gleich in die erste Gruppe zu wollen. Geiles Wetter hier heute. So, wir haben den ersten Fahrer. Nummer 11 vom Team Abt. Lucas Di Grassi. Lucas, komm auf hier. Hi. Applaus bitte. Lucas Di Grassi sucht sich jetzt in Beutel Nummer 2 seine Gruppe aus. Sieht er natürlich nicht. Qualifying, blauer Ball, Gruppe 1. So, es geht direkt weiter. Wir haben Fahrer Nummer 8. Fahrer 8. 8, Number 8. Vom Team Renault. It's Nicolas Prost. Großen Applaus bitte für Nicolas Prost. Er sucht sich die Gruppe Nummer 2 aus. So, es bleibt spannend. Und es geht direkt weiter mit Fahrer Nummer 4. Vom Team Venturi. Stefan Sarrazin. Stefan, it's your turn. What group will you be in the qualifying? So, auch geht's in die blaue. In die blaue Gruppe Nummer 1. Also, da haben wir schon zwei Fahrer. Wird spannend. Wird langsam eng. Es geht direkt weiter mit dem Fahrer Nummer 2. Vom DS Virgin Racing Team, Sam Bird. Sam. It's your turn. So, Applaus bitte für Sam Bird. Auch er greift jetzt in den Beutel und sucht sich. Oh, jetzt wird es richtig eng gleich. Auch Nummer 2. Die ersten beiden Gruppen sind schon sehr beliebt hier heute Morgen und geht direkt weiter mit Nummer 21. Fahrer Nummer 21 vom Mahindra Racing Team, Bruno Senna. Bruno Senna. Ja komm, gib mal ein bisschen Applaus, Leute, hier. Das sind Legenden heute hier in Berlin. Ab geht's in den Beutel und er freut sich. Bruno, come here, come here. Why are you happy? Why are you happy about the green ball? Because I'm group 4, so maybe they're trying to be better. Maybe. Is it the best group to be in number 4? There's a saying that it is, but... Okay, well, good luck for you. Okay, so, also, es geht direkt weiter. Wir haben die Nummer 66. Nummer 66. Und das ist vom Team Abt, Daniel Abt. Applaus bitte für Daniel Abt. Vorgestern auch bei uns im Energy-Studio.
Und er sucht sich die Gruppe Nummer 2 aus. Daniel, grüß dich. Hi. Nummer 2, bist du zufrieden? Ja, ist okay. Ich weiß nicht, wer da noch dabei ist. Wie hat dir die Strecke gefallen so far? Ja, ist tricky. Ist auf jeden Fall nicht ohne. Mit vielen Hairpins wird immer schneller, aber ich glaube, wird ein geiles Rennen und schön, dass schon so viele da sind. Cool, oder? Applaus, Daniel ab. So, wir machen jetzt weiter mit Nummer 25 vom DS Virgin Racing Team, Jean-Éric Vert. Jean-Éric. Well. Jean, what did you pick? Number 2, okay. Now we... It's getting full, number 2. Wir haben langsam eine volle Hütte hier. So, wir machen weiter mit dem nächsten Fahrer, Nummer 55 vom Team Aguri, René Rast. Da haben wir ihn schon wieder. René, schnapp dir ein Bällchen. So, und? Jetzt ist aber wirklich voll hier. Warum mag keiner Nummer 3? What's wrong with number 3, guys? So, also, Nummer 3 für René Rast. So, jetzt ist Schluss. Der Nummer 3. Jetzt geht's los, weiter mit Nummer 27. Mit der 27 Andretti Formula E Race Team, so, und Robin Frinz. Wir begrüßen Robin Frinz. Come on, auf geht's. Komm, gib mal ein bisschen Applaus, Freunde. Die sind ja auch noch gerade aufgestanden. So, blaue Gruppe, Nummer 1. Und es geht weiter mit dem nächsten Fahrer. 28 vom Team Andretti Formula E. Simone De Silvestro. Und dann begrüßen wir unsere Frau im Feld. Applaus bitte. Simone. No, number 3. Simone, come here. Number 3. You picked the one that nobody wanted. It's okay, ja. Alles gut. Wie ist es für dich so in dieser Gruppe voller Boys zu sein hier eigentlich? Ganz okay. Kommst du klar? Ja, sind alle irgendwie nett. So. Ja, keine blöden Witze und so? Nee, noch nicht. Okay, viel Glück. Ja, und wir machen direkt weiter mit Nummer 1. Fahrer Nummer 1 vom Next TV TCR Formula E Team, Nelson Piquet Junior. So viel Zeit muss sein. Nelson, what's your qualifying group? Red. Alright, have fun. Number 3, Gruppe 3. Wir gehen mit Fahrer Nummer 7 ins Rennen vom Dragon Racing Team, Jerome D'Ambrosio. So, in welcher Gruppe wird er fahren? In Gruppe Nummer 3. So. Es geht weiter mit Fahrer Nummer 9. Von Renault Idams Team, Sebastian Bemi. Sebastian. Grün. Vierte Qualifying-Gruppe, die ja so beliebte, weil dann der Belag so schön auf der Straße hängt, ne? Die ist noch recht unterbesetzt. Es geht weiter mit Fahrer Nummer 6 vom Dragon Racing Team, Loic Duval. Applaus bitte für unseren nächsten Fahrer hier. Und wir sind auch in Gruppe Nummer 4 unterwegs. Jetzt wird es langsam eng. Nicht mehr viele Fahrer in der Tüte hier. 77. Nummer 77 ist Team Aguri Ma King Hua. Herzlich willkommen. Welcome to the stage. So, in welcher Gruppe wird er fahren? In Nummer 4. Qualifying Group Number 4. Es geht weiter mit Fahrer Nummer 12 von Venturi Formula E, Mike Conway. Mit der Sonnenbrille, mit den Sunglasses on. Er sucht sich jetzt seine Qualifying-Gruppe raus. Das ist Number 3. It's okay for you? Good. Better than one. It's still open. Wir haben still noch einen Platz hier. So, jetzt Nummer 23, Mahindra Racing Formula E Team, Nick Heidfeld. Ja, da geht natürlich was los hier am Alexanderplatz. Nick Heidfeld, deine Gruppe? Yes. So, Gruppe Nummer 3. Nick, bist du zufrieden? Nummer 3 ist okay, oder? Ja? Es geht weiter und da geht die Mütze ins Publikum. Wie geil ist das? Ein paar extra Cappies dabei. Nummer 88
Next EV TCR Formula E mit Oliver Turvey. There's one more in there. You got the wrong corner in the bag. Okay, the last one is easy now. No, it's over. Then we're done. We're done. 18 drivers, 18 Fahrer. Wir haben das Feld voll. In der Gruppe Nummer 1 fahren 4 Fahrer, in der Gruppe Nummer 2 sind 5 unterwegs, Gruppe Nummer 3 auch 5 und in der letzten Nummer 4 sind 4 Fahrer unterwegs. So Freunde, es wird spannend, ne? Wird ein geiler Tag heute, ganz viel Spaß hier, vor allem alle, die vielleicht kein Ticket ergattern konnten. Tobt euch ein bisschen aus hier im E-Village, habt ein bisschen Spaß, wir haben Live-Musik für euch, ganz viel auszuprobieren und es wird ein richtig schöner Tag. Ganz viel Spaß heute beim BMW E-Prix Berlin 2016. Ja, schön dunkel, kann das sein? Ja, bin ich jetzt so.